Hallo Anassi, schön, dass ich wieder hier bin. Bei dir. Ach ja, ich wiege zu viel. Mögest du auf warmem Sand wandeln. So, legen wir das Zeug einfach mal hier hin. Hier haben wir Aschesalz, verpacktes Korpusfleisch, Ektoplasma, Goldkanett, 25 mal Knochenmehl. Supplus ein bisschen, Kramerwurzeln und nochmal Korpusfleisch. Verpacktes Korpusfleisch. Ah ja. So, dann hätten wir sogar noch Licht zum Ablegen. Ich trage immer noch zu viele Gegenstände, das gibt's doch nicht. Ich habe gerade so viel Zeug abgelegt. Ich lege jetzt einfach mal die hier ab. So, ich habe einen Schmiedehammer. Grüße an meinen Freund. So, wisst ihr was? Ich möchte mal den hier auch mal aufbrauchen. Ich weiß nicht, wie viel. Anwendungen 3. So, abbrechen. Kann ich eigentlich den da dafür gleich reinlegen? Nein, geht nicht, natürlich. Ein paar Seelensteine haben wir zum Ablegen. Hier eine erkrankte Ratte noch. So, rostiger Schlüssel, den behalten wir uns. Den haben wir ja gerade eben erst gefunden. Den können wir vielleicht noch brauchen. Magie. Ach genau, Stab der Vorväter. Das muss ich verkaufen. Und der dädrische Dolch. Wenn ich den noch nicht habe, wird der auch verkauft. Dädrischer Dolch. Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht. Nur das Tand, aber nicht den Dolch. Ist aber auch zu groß. Nee, so nicht. Ja, so gefällt mir das. So, den Stab der Vorväter. Den haben wir einfach mal da in die Ecke. Oh nö. Müssten wir irgendwo blöd hin. Der könnten wir da oben hochlegen. Ja. Müssen wir es so machen. Oh Mann. Akrobatik auf 46 Punkte. Vielleicht doch lieber so. Ja, wieso nicht? Machen wir so. Okay. Jetzt noch den loswerden. Und dann war's das. Dann können wir zurückgehen. Dafür müssten wir aber nach Einen sonnigen Balmora. Tag. Dann gehen wir einfach mal schnell nach Balmora. Dann können wir wieder ein paar Sachen nach Pelagian mitnehmen. So, eine Sivir-Intervention. Wo ist sie denn? So, lieber Schmied. Ich bin gespannt, welches Angebot du mir dafür machst. Wayne. Ja, erstmal die Ausdauer voll machen. Bleibt so Willkommen. lange ihr wollt. Keine Es ist mir falsche eine Scham. wahre Ehre, Ich mit euch höre zu euch sprechen. zu. So, Waffe. Kleidung. 2800 ist sie wert und er gibt uns 1064 dafür. Ja, okay.
Dann rechnen wir das mal hoch. 1064 mal 1,56 sind 1660. Nein. Okay, dann gehen wir 17 runter. Wenn 43. Ja, das hat er genau. Wollte er. So, dann wiegen wir jetzt nur noch 289 Kilo. Cool. Ha! Ja, was ich jetzt? Ach genau, ich wollte noch mal zurückgehen. Ich könnte jetzt auch noch schnell reparieren. Bisschen was reparieren und dann noch mal rasten. Aber ich brauche, muss mir das Zimmer noch mal neu holen. So, ein bisschen reparieren. Ja, Schmiede auf 28. Wurde auch mal wieder Zeit. So, dann. Rasten wollte ich, glaube ich, oder? Vorher ein bisschen Feuerball skillen. Da, 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 da. Einmal schwimmen heute geht noch. Veränderung auf 48 Punkte. Cool. Wir brauchen nur noch 3 Punkte, dann haben wir ein neues Level. So, das hier geht dann mit. Und da geht leider nicht alles mit. 30 Kilo weniger. Geht halt durch. Oh, 10 Leute. Einfach nur 10 ablegen. Machen wir 11, damit wir auch sicher uns noch bewegen können. So, ist geheilt. Unser Mana ist nicht ganz voll. Um einen Punkt nicht. Konstitution ist schlecht. Wieso das? Hä? Wieso? Ich kann Konstitution wiederherstellen. Wieso war die jetzt schlecht? Ja, jetzt muss ich sowieso nochmal rasten. Gleich nochmal Feuerball skillen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal Zerstörung hochgeskillt. Dann würden uns nur noch 2 Punkte fehlen. Okay, das war's. 2 Punkte noch. Da geht nochmal einmal schwimmen heute. Oder auch nicht. Das sind aufgerundet 2 Punkte. Wie viel haben wir jetzt bei Zerstörung? 36 von 100 erst. Boah. Ist geheilt. So, und dann Rückkehr. Wo ist denn die Rückkehr? Da. Nochmal. Okay, beim letzten Mal hat es funktioniert. Müssen wir hier nochmal kurz rasten. So. 3 Mana. Jetzt gehen aber die Schwimmen heute sicher. Ist geheilt. Eine Zivilintervention könnte ich eigentlich gleich hier machen. Muss ich mir angewöhnen, dass ich es gleich hier mache. Oh, es ist dunkel. Nutzen wir eine Kerze. Die ich zwar halte, ich sehe die Flamme, aber nicht wirklich Licht spendet. Naja. Besser als nichts, oder? Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Das ist doch schön.
Verzauberung auf 43 Punkte. Echt jetzt? Was ist denn? Da. Cool. Jetzt fehlen uns hier wirklich nur noch 2 Punkte. Arena. Wir wollen ja die unteren Kanäle noch, die unterirdischen Kanäle noch durchsuchen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Wenn du es nicht weißt, dann lass es einfach. Danke, aber deine Dienste brauche ich gerade nicht. Das ist doch Haus Redoran, oder? Ja, die Redoran-Wohninsel. Wo hat Redoran denn den Sitz? Vielleicht muss ich ja dahin, wo Redoran den Sitz hat. Dass ich nur dort beitreten kann. Und nicht ihr hier. Ihr bringt mir Glück. Seid gegrüßt. Kann ich euch? Ich stehe zu eurem Dienst. Kanäle? Sind wir woanders. So, ich glaube, dass das da eine Ratte ist. Aber schwimmt die gerade jetzt? Muss sie hin? Die schwimmt tatsächlich. Wer ist? Ach ja, ich kann eine Ratte unter Wasser ja nicht mit dem Bogen angreifen. Was? Hat mich runtergeschlagen? Jetzt. Was war denn das für eine fiese Ratte? Kann ich mich eigentlich gleich hier unten umsehen? Scheint nicht zu sein. Wow, ich schwimme voll schnell. Ich bewege mich auch irgendwie sehr schnell. 92 von 350. Vielleicht, weil ich so wenig trage. Vielleicht bin ich deshalb immer so langsam, weil ich so viel trage, mit mir herumtrage. Dann soll ich erst darüber? Nein, ich gehe jetzt erst hier rüber. Also hier durch. Und könnte eigentlich Ausdauer und Leben wieder regenerieren. Ist bestimmt gleich wieder was. Ja, eine Ratte. Es war eine Ratte. Da hinten ist doch eine. Zu hoch. Es war eine. Da ganz hinten, seht ihr, ist der Schrein, bei dem wir schon waren. Wir sind jetzt also wir sind also diagonal auf der anderen Seite. Reingekommen. Okay. Ist da im Wasser irgendwas? Nein. Ich finde es schön, wenn wir so schnell schwimmen können. Oh, unser Pfeil. Fass. Treibendes Fass. Nehmen wir alles mit. Aber unter Wasser, glaube ich, sind wir ein bisschen langsamer als oben, oder? Als an der Wasseroberfläche. Zumindest habe ich so das Gefühl. Da steht jemand. Nein, das ist nur der Altar, der so aussieht, als würde da jemand stehen. Genau. Die Aschestatue können wir auch mitnehmen, aber die lassen wir da.
Wäre hier unten wohl wie im Heiligt? Also das finde ich echt irgendwie komisch. Und dass da auch noch eine Leiche ist. Oh, auch unser Pfeil. Okay. Was haben wir jetzt hier? Was? Ich sehe keinen Gegner. Ich sehe keinen Gegner. Ich bin im Kampf, aber ich weiß nicht mit wem. Ah. Meine normale Ratte? Ja, davon wird keine Seele. Treibendes Fass. Nehmen wir alles mit. Okay. Jetzt nur noch hier unter Wasser nachsehen. Ob hier vielleicht auch Leichen sind, so wie wir es schon des Öfteren gesehen haben. Oh, nein. Wir wurden enttäuscht. Okay, dann haben wir die Redoran-Wohninsel durch. Aber ich finde es wirklich sehr schade, dass wir dem Haus hier nicht beitreten konnten. Aber welche Wohninsel machen wir jetzt als nächstes? Vielleicht die Arena? Ich weiß es nicht. Nelmil Leer. Das ist doch der Typ da rechts, oder? Was haltet ihr? Wir haben doch schon mit dir geredet. Stadt? Ganzen Schläfer hier, die immer wieder mit uns reden wollen. Und wir reden natürlich auch mit ihnen. So, ich gehe jetzt einfach mal darüber und ich glaube, das sind die Telvani oder Lalu. Warum seid ihr hier? Aber ich möchte unten sein. Oh, kein Leben verloren. Ha! So, keine Ahnung, welches das jetzt ist. Das ist auch das linke. Hallo, dich habe ich schon überzeugt. Naja. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Ah, wir heißen euch herzlich willkommen. Ich glaube, die Gondelführer haben tatsächlich immer das Gleiche. Deswegen werde ich jetzt nicht mit ihr reden. Mit dem da möchte ich reden. Sehen wir mal, welches das überhaupt ist. Lalu-Wohninsel.